Auf der Feuerwache 5 in Duisburg-Homberg herrscht Hochbetrieb. Ein ganz besonderer Einsatz für die Freiwillige Feuerwehr steht an. Bundeskanzler Olaf Scholz kommt zu Besuch. Es laufen die letzten Vorbereitungen und die Uhr tickt. Zahlreich ist auch die Presse für den Termin erschienen. Die Polizei und das Bundeskriminalamt sind ebenfalls vor Ort und kümmern sich um die Sicherheit. Und dann ist er da. Bundeskanzler Olaf Scholz besucht die Freiwillige Feuerwehr, weil er das ehrenamtliche Engagement der Retterinnen und Retter würdigen möchte. Mit dabei sind auch mal Dieter und Tom vom Homberger Löschzug. Sie werden später mit dem Bundeskanzler ins Gespräch kommen. Uns haben sie schon vorab erzählt, was ihre Arbeit bei der Feuerwehr ausmacht. Jeder Einsatz an sich ist besonders. Also kein Einsatz ist so wie der andere. Es gibt immer was Neues, auch immer was, wo man vielleicht im ersten Moment gar nicht gedacht hat, dass man als Feuerwehr da reinrutscht. So haben sie in der Corona-Krise Desinfektionsmittel hergestellt, Spenden gesammelt für die Ukraine und eine große Flüchtlingsunterkunft aufgebaut. Zuletzt haben sie wieder Spenden angenommen für die Erdbebenhilfe. Hinzu kommen natürlich auch die üblichen Einsätze. Und dann piept der Alarm. Die ersten Male, wo da der Melder ging, war man schon aufgeregt, weil man halt auch nicht wusste, was kommt jetzt auf einen zu. Was passiert da jetzt? Jede Einsatzstelle ist unterschiedlich, jeder Brand, alles ist halt anders. Und man weiß halt nie, worauf bereitet man sich vor. Und nachdem man dann halt auch eine Grundausbildung gemacht hat, wird man ein bisschen entspannter. Man weiß, okay, ich muss jetzt das machen und das machen. Madita ist über einen guten Freund zur Feuerwehr gekommen. Und das hat ihr Leben nachhaltig geprägt. Weil ich auch in Homberg wohne, habe mir das angeguckt und dadurch auch einen Freundeskreis entwickelt. Meinen Mann habe ich hier kennengelernt. Und ja, so bin ich auch zur Berufsfeuerwehr gekommen. Auch Bundeskanzler Olaf Scholz nimmt was mit von der Duisburger Feuerwehr. Ein Erinnerungsstück, das im Kopf bleibt, beziehungsweise darauf.